Hi miteinander und herzlich willkommen im Menü von Limbo. Wir werden heute eine ganze Weile streamen, es wird wahrscheinlich relativ lang gehen, weil ich probieren möchte, das Spiel durchzuspielen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang es ist. Ich habe es ja schon lange nicht mehr gespielt, hier steht zwar Spiel fortsetzen. Wir starten aber ein neues Spiel, weil das Spiel habe ich das letzte Mal vor etwa einem Jahr gespielt. Ich heiße natürlich alle herzlich willkommen, die zugucken. Heute wird es ein bisschen anders sein, wie wenn ich zum Beispiel Minecraft streame, weil ich werde heute nicht so viel oder wenig überhaupt auf den Chat eingehen. Das ist aber kein Zeichen meiner, Unhöflichkeit oder sowas, sondern einfach, ich möchte die Stimmung von dem Spiel aufrechterhalten. Und ja, das Spiel transportiert eine ziemlich coole, bisschen gruselige Stimmung. Genau, und ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich freue mich natürlich, wenn ihr alle hier fleißig schreibt. Ich werde auch immer wieder im Chat gucken, also kein Ding. Und wenn ihr noch Leute kennt, die vielleicht gerade auch nichts zum Durchhin, könnt ihr gern die auch einladen. Ihr könnt einfach den Link aus dem Chat weitergeben. Ja? Und dann geht's jetzt los, okay? Sind ihr bereit? Ich hoffe. Moment, schwupp. So, Dele. Ich bin bereit. Neues Spiel starten. So. Ich muss sagen, der Anfang. Ich habe das Spiel noch nie ganz durchgespielt. Der Anfang kenne ich aber. Den habe ich schon mehrfach gespielt. Ich denke, am Anfang wird es auch noch leichter. Später wird es schwieriger. Und vielleicht auch ein bisschen gruseliger. Ich weiß es nicht recht. Ich sehe, dass wir hier irgendwie auf dem Boden liegen. Aber. Oh, Auge auf. Hallöchen. Das sind wir wohl. Unsere Spielfigur. Hallo? Hört man eigentlich den Ton? Ich weiß es nicht. Ich sollte vielleicht den Ton ein bisschen lauter machen. Vom Spiel. Dass man ein bisschen mehr mitkriegt. So, es rauscht. Also, das Rauschen kommt aus dem Spiel. Wir können uns hier bewegen mit rechts, links. Wir können springen und wir können... keine Ahnung. Irgendwie können wir auch interagieren. Weiß ich aber gerade nicht wie. Ach, wird es mir dann bestimmt auch zeigen. So, wenn irgendwie gar keine Instruktion kriegt, was wir machen müssen, wir können einfach nur weiterlaufen und... mal gucken, was auf uns zukommt. Uiuiui. Ich glaube, da müssen wir drüber springen. Ja, oh, das ist mir gerade aufgefallen. Nein. Ah, okay, also da haben wir auch schon mal gesehen, was passiert, wenn man stirbt. Ich glaube, wir werden einige Male sterben auf die unterschiedlichste Art. Und ich hoffe... Oh, okay, also man sollte da nicht runterklettern, so viel ist sicher. Wenn auch, da haben wir irgendwie... Jetzt hörst du natürlich in... Ah, mit STRG, okay. So. Da können wir nur klettern. Und... da können wir nur klettern, schön. Man kann auch ein bisschen hin und her schaukeln. Wie vom Spielplatz auf der Schaukel. So, können wir dann überspringen? Jawohl, einwandfrei. Und da wartet ein Bootli auf uns, wollte ich sagen. So, Dele. Die große Überfahrt, ich habe keine Ahnung, wo wir nachkommen. Beziehungsweise ich... mir gruselt es ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich weiß, dass irgendwann Spinne auf uns wartet und ich weiß nicht mehr, wann das passiert. Und ich will mich nicht erschrecken. Kennt ihr das Gefühl, wenn man weiß, man wird sich gleich erschrecken? Und hat eigentlich gar keine Lust drauf, sich zu erschrecken. Genau das Gefühl habe ich gerade auch. Ich könnte jetzt bei mir im Zimmer eigentlich nur das Licht aus... Ich könnte in meinem Zimmer nur das Licht ausmachen, dann wäre es vielleicht noch gruseliger. Ich bin sowieso schon alleine daheim. Und habe das Sound auf dem Lautsprecher. Ich höre gar nichts um mich rum. Auf dem Kopfhörer meine ich. Zack. Uiuiui. Nein, 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 nein. Ich Doofkopf.
Die Wurzeln sehen halt auch schon aus wie so Spinnenfüßige. Es wird düster. Irgendwelche Vögel krächzen und da oben fliegt was. Was ist das? Ach Mann, immer wieder das Gleiche. Ich erinnere mich, dass ich da schon mal reingelaufen bin. Da wird man abgelenkt von den weißen Viechern und übersieht, dass da irgendwelche Bärenfalle auf dem Boden liegen. Ich sollte besser auf die Umgebung achten. Ich weiß es noch. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich es ein bisschen kenne. Es wäre lustig, wenn ich gerade das Spiel zum ersten Mal spiele. Ich weiß, dass ich nämlich das Ding abbeißen lassen muss, dass ich dann Luft komme. Und dann hin und her schaukeln. Ja. Nein! Oh, ich Doofkopf. Na also. Hui. Ich habe Angst, dass wieder irgendwas auf dem Boden liegt oder ein Loch oder irgendwas ist. Das sieht aus wie riesengroße Kokosnuss oder eine riesengroße Mistbolle, so ein Pferdeapfel oder sowas. Aber wo kommt der her? Ist da oben irgendwas? Nee. Huiuiuiui. Hallo? Irgendwann kommt eine komische Spinne. Da oben sind irgendwie Schnüre, aber da komme ich nicht nuff, ne? Nee. Die Frage ist, muss ich mit der Spinne, mit der Kiste rüber? Kann die schwimmen? Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, die geht unter. Ich denke mal, dass das mal Stufe ist. Ich weiß es nämlich sicher, aber ich glaube, ich komme mit dem Ding da nur. Kann das sein? Ja, perfekt. Dann heißt es jetzt wieder schaukeln. Schaukeln. Und schaukeln. Jawohl. Springen. Ja. Ach nö, jetzt kann man so auch noch sterben, oder was? Ist der Stamm jetzt unter oder nicht? Ach nö. Okay, also ich muss vorsichtig hier absteigen. Gut zu wissen. Zack. Nö. Zack. Nein. Na. Jetzt ist er aber. Schwingen. Ja, da haben wir's. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Zack. Und theoretisch können wir jetzt einfach wieder runterlaufen. Oh, da oben ist schon irgendwas. Kann ich da drüben noch kommen an die Schnur? Ja. Was ist da oben? Da ist irgendwas. Da war ich noch nie. Moment, da schaukeln wir uns mal hoch. Die Schnur habe ich auch noch gar nicht gesehen. Dann müsste mehr Schwung kriegen, glaube ich zumindest.
Ja. Errungenschaft. Schöne Höhle. Kann man da irgendwo anders noch? Na, glaub nicht. Nö. Dann gehen wir da halt einmal vorsichtig wieder runter. Genau. Halt, lass dich fallen. Jawohl. Ja, okay. Jetzt sind wir da noch ein Boot. Beziehungsweise eigentlich ein Holzstamm, aber den können wir als Boot benutzen. Wir müssen mehr schieben, Moment. Jetzt. Oh oh. Ich glaube, der Sprung ist zu schwierig noch. Jetzt. Ja, super. Tipp, tipp, tipp. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt. Der Gronkh hat es und. Der obische Falle. Der Gronkh hat es irgendwann mal gespielt. Oh. Das habe ich gemeint. Die doofe Spinne. Oh. Aber ich weiß, was passiert ist. Und zwar durch die Vibrationen fliegt das Ding fast runter. Dann müsste die. Ey, also. Ohne Scheiß jetzt. Mir läuft's kalt die Buckeln runter. Ich hab Gänsehaut auf dem Rücken. Sollen wir einfach mal zur Probe uns. Nee, ich lass es. Ich will mich nicht erstechen lassen von. Da springen wir einmal oben drüber. Und dann stellen wir dem Viech mal eine Falle. Also die musikalische Untermalung. Oh, ich habe auch fies. Also gut. Nein, 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 nein. Okay. Lecker, da läuft das Sau. Nein! Ah, bin ich verschrocken. Mann. Also gut, Nummel. Ah, okay. Wir müssen es in Nummel reizen. Okay. Diesmal lassen wir es mal nett erstechen, wenn es klappt. Hallo, Spinni. Komm. Ja. Okay, 2 von 3. Oh. Komm. Komm. Ja. Oh, jetzt ist das Ding kaputt. Ah, gruselig. Hat jemand Spinnenphobie? Dann viel Spaß beim weiteren Verlauf. Uiuiui. Ich hoffe, die kommt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die vor oder hinter mir ist. Das ist fiese. Will ich da wirklich runter? Oha, ich habe keine andere Wahl. Gruselig. Oh oh, oh oh. Ich weiß, was jetzt passiert. Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Mist. Nein. Nein. Ich will weiter, ich will weiter. Lass mich. Oh nein. Ich weiß nicht, wie sieht's jetzt aus? Aber ich kann ja nichts anderes machen. Auf jeden Fall hat die 3 Füße jetzt wenig, die Spinne. Ich weiß, wer die abgenommen hat. Ah, ich kann mich bewegen. Ich bin gerade tot. Oh. Ich bin ein ekliger kleiner Wurm. Ich hoffe, die kommt nicht so schnell wieder. Die ist bestimmt nur Soße zum Dessert holen gegangen. Oh.
Hüiuiui. Ich hätte es gerne wieder loswerden, das komische weiße Spinnenwebezeug. Oh! Ah. Okay. Sicher. Alles gut, alles gut. Oh. Nein, da oben kommt sie schon wieder. Nein. Geh doch weg. Ah, muss uns los. Hui. Man wird irgendwie immer so durchgehetzt durch das Spiel. Das ist. Hallo? Hallo? Ah, nein! Hallo, lebst du noch? Aha. Und zack. Nee, so war es nicht gut. Also es gibt ja wohl nicht nur mich, sondern auch noch irgendjemand anders. Zumindest jemand Todes, immerhin. Wahrscheinlich alles ausgerottet von dem Spinnenviech. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ein Wald mit abgesägten Bäumen. Aua. Aua, aua. Aua, aua, aua. Ach nö. Ach nö. Jetzt muss ich das ganze Zeug nochmal machen. Oh. Halt. Jetzt. Zack. Spring! Ja. Okay, also ich darf dort nicht runterfallen, sonst muss ich alles wieder machen. Das ist irgendwie bitter, aber okay. Wenn man es weiß, ist es ganz in Ordnung. Zack, einmal der Nuff. Zack. Das ist quasi ein Jump'n'Run. Ich hoffe, das Ding fliegt auf die andere Seite. Wie soll ich denn das machen? Jetzt muss ich. Ach nee, ah, oh. Ich hab schon gedacht, ich muss wieder alles machen. Okay, gut. Die Frage ist. Kann ich das heben? Nee, ich muss es so machen. Nö. Nee. So wird's nix. Ich habe eine Idee. Wow. Knappe Sache. Okay, okay, okay. Wow. Ich hab denkt, ich kann mich da ausruhen. Ich glaube, ich bin hier unerwünscht. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich glaube, ich bin hier unerwünscht. Oh, 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 und. So, ich muss da im Rutsche springen, ja. Jetzt. Oh. Da liegt wieder irgendwas auf dem Boden. Okay. Es ist nichts Schlimmes. Oh. Ah. Das sind nur Attrappe. Ich habe gerade gedacht. Hallo?
Kann ich da durch? Ja, kann ich. Da rennt einer. Halt! Bleib doch stehen. Warte. Ah. Okay, okay, okay. Springen. Wie ist denn der, dass ich schnell rüberkomme über den Grabe? Hm. Halt mal, stopp, halt, 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 halt. Nee. Okay, wenn man es weiß, ist es natürlich leichter. Dann weiß man zumindest, was man machen muss. Und springen. Ja, wow. Ja, wow. Kann ich über das runde Ding drüber springen? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Oh, 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 oh. Knappe Sache. War das das Einzige? Nee, war es nicht. Okay. Was Handy gegen mich? Bin ich ein Verstoßener? Oder was weiß ich, was ich bin? Ich bin doch auch schwarz wie die. Na gut, es ist alles schwarz. Typ, typ, typ. Da hängt schon wieder einer. Da oben ist schon wieder eine Falle. Aua. Ich hab den andere kommt zuerst. Mist. Ja, weg sind wir. Hm. Aua. Ich muss es anders machen. Ich muss wieder umdrehen. So, und jetzt zurück. Und dann... Ey, das ist so gewalttätig. Es... Ah. Zack. Zack. Das kann nicht sein. Ich muss... Oh, Mann. Ich weiß, wie ich es machen muss, aber ich bin zu lahm. Einmal... Zweimal, ja. Jetzt haben wir's. Dort rüber kann ich nicht springen. Ich muss also am Schnürlen auf. Oh ne, da komme ich nicht mehr hinterher. Kann ich dann runter, ohne Angst zu haben, zu sterben? Ja, geht. Schade, da oben kommen wir nicht auf. Ich habe eine... Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ach, ich muss den Neil schieben. Ich muss schneller sein als das doofe Viech. Meine Güte. Ah, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Physik. Wenn die nämlich da drauf steht, dann kann ich dort nur springen. Oh. Schneller. Schneller. Oha. Und... Och nö, es hat mich erwischt. Och nö, jetzt... Och nö. Ich will das nicht nochmal machen. Spring. 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 Okay, ich muss zurückrennen und dann in die Mulde stehen. Alles klar. Und da kann ich eigentlich warten, bis das Viech komme ist. Hallo, Viech. Haben wir da dagegen? Dagegen, dagegen, dann oben drauf. Springen. Springen. Und jetzt kommt die komische Kugel.
Oh, jetzt kommt die Spinne darauf irgendwo. Ich muss mich da. Na, du. Jawohl. Endlich ist das blöde Viech tot. Da freue ich mich direkt einmal. Hui. Man kommt sich gleich so sicher vor. Aber ich weiß nicht, ob ich mir sicher vorkommen sollte. Ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht. Irgendwie windet es plötzlich ganz arg. Und meine Heizung fängt auch zum Krachen. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Ah, okay, alles gut. Hi, ich bin's. Limbo. Warum kommt jetzt schon... Ah. Hi. Hallo. Ich hab dem Viech seinen Arm rausgerissen. Stellt euch mal das vor. Das ist ein kleines Männchen, rollt eine Spinne Körper durch die Gegend. Halt, weiter geht's. Einmal nur. Leckeres Geräusch. Lecker, lecker, lecker. Oh, ein schwarzer Vogel. Hallo, schwarzer Vogel. Lässt du irgendwas fallen? Nö. Lässt du mich in Ruhe? Ich geh mal dann runter, okay? Oh. Ich glaub, ich muss dort noch. Und springen. Nö. Ah. Ah, jetzt. Ich muss das Ding auch. Ah, okay, alles klar. Tschüss. Du alte Kiste, du. Okay. Dahinter sieht man schon wieder irgendwelche Baute im Wald stehen. Hallo? Kann ich da drüber? Ja, kann ich. Aber da nicht. Ist das Wasser? Ja, ich glaube, das ist Wasser. Muss ich jetzt warten, bis irgendwas passiert, oder? Ah, ich könnte drauf. Hallo? Na, alles klar. Warum ertrinkst du? Egal, ich nehme dich als Brücke. Yay. Hä? Der hat so weißes Ding, so was ich mir vorhin auch am Kopf gehabt, wo wir bei dem Spinnewebeteil waren. Da steht doch schon wieder jemand. Ich glaube, da fällt das Ding gleich oben runter. Aua. Ja, ich habe das richtig vermutet. Allerdings hat es mich auch nicht weitergebracht. Ich muss die Leiche wieder, wiederverwerten. Recycling. Komm mal mit. Ich reib dich einmal über den Boden. Zack, zack. Okay, das war jetzt Beerdigung. Die war vielleicht nicht ganz standesgemäß, aber es war immerhin eine
Beerdigung. Was sind ihr für komische Würmer? Ah, okay. Da liegt doch schon wieder einer. Ich hab so dauerhaft so kalte Rücken irgendwie so. Ich wusste. Oh Mann, ey. Ich hab den nur. Ich hab den, ich darf auf der Seite noch ab, aber nicht auf den mittleren Dinger. Ah, egal. Genau so wie da hab ich's am ersten. Oh. Wieso muss man so oft sterben in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Ich sterbe eigentlich in Computerspielen nicht gern. Ich sterbe an echt nicht gern, aber. Oh oh. Okay, das war eigentlich fast zu leicht. Um wahr zu sein. Ein Laufsprung. Keiner mehr weit und breit. Ich weiß nicht, alle hin was gegen mich. Der tropische Säge. Da ist ein Wake, ich glaube, den brauchen wir auf jeden Fall, sonst steht er da nicht stier. Weiter geht er nicht. Okay, ich hänge mich mal in das Seil. Okay, Moment, wenn ich das jetzt loslasse, dann geht das Tor auf. Geht das Tor zu, wenn ich jetzt darüber springe. Dann Luftkletter. Darüber springen. Oh ne, ich hab's nicht mal geschafft. Und dem Schnürleder geht auch eins von beiden Tore auf, okay. Durch mein Gewicht quasi. Ich muss jetzt also ganz schnell rüberrennen. Ich weiß nicht, was der doofe Wagen mir bringen soll. Nee. Ich kann den Wagen nicht weiter rüber. Kann ich die Schnur an den Wagen binden? Das wäre interessant zu wissen. Komm mal du mit, du Wagen. Ich weiß nur nicht, ob der kleine Mann Knoten schon gelernt hat. Sprung. Aber theoretisch müsste doch das Seil noch unten durchgucken. Jetzt schnell genug dann runterrennt. Halt, runter. Ich hab's nicht gekriegt. Okay. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, ich hab's gekriegt. Ah, okay. Also jetzt habe ich quasi viel mehr Zeit. Ich habe mehr Zeit. Dann hänge ich mich jetzt an das Seil noch.
spring jetzt über. Oh ne, das war. Oh ne. Okay, alles Nummel. Aber so funktioniert's. So muss es funktionieren. Ich kann es mir nicht anders denken. Also Sprung, Renn, Spring, Spring, Spring und jawohl. Ich muss warten, bis die beide auf gleicher Höhe sind. So. Beide auf gleicher Höhe. Und jetzt renne. Jawohl. Okay. Dann hätten wir das auch geschafft. Schön. Was ist das schon wieder? Hallo? Da war gerade irgendein komisches Viech. Das waren jetzt erst die komischen Viech in dem Spiel. Hallo? Ah nee, das frisst sich in mein Hirn. Ich kann nur noch schnell. Das legt meine Richtung fest. Und ich kann nur noch bestimmen, ob ich schnell oder langsam laufe. Oh oh. Ja, komm, pick's weg. Die Würmer müssen das Ding wegpicken. Okay. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Also nochmal. Ich krieg da auf jeden Fall den komischen. Ja, da kann ich nicht abhauen. Jetzt kann ich nur bestimmen, dass ich langsam laufe. Dann dreht sich irgendwann mal Richtung um, dann kann ich auch mal schnell laufen, das macht ja dann auch nichts aus. Und dann muss ich springen. Die Kiste schiebe. Dann geht es plötzlich in die andere Richtung, jetzt muss ich langsam laufen, sonst komme ich drüber in das Loch. Nein, das wäre blöd. Ich sehe doch, dass die Viecher das Ding fressen wollen. Oh nee, oh nee. Ach nee. Muss ich unter den ihrem Ding hopfen etwa, also springen. Wahrscheinlich. Zack. Ja, das kennen wir jetzt. Jetzt laufen wir nach links und dann nach rechts und dann wieder nach links und dann wieder nach rechts. Ekliger Wurm, der sich in mein Hirn einfrisst. Spring. Okay, das hat nichts gebracht. Ah, ich weiß es. Ich muss das, dass ich näher zu denen komme. Ich muss die Kiste doch noch schieben. Na also, danke. Oh. Irgendwie im Licht hat das Ding andersrum reagiert. Da wo die Lichtstrahle war. So, wo sind wir jetzt? Okay. Okay. Das macht gar nichts. Bestimmt muss ich erstmal sterben, dass ich weiß, was ich machen muss. Hey, du hässlicher Frosch. Komm. Moment. Ich brauche Wasser.
Garantiert brauche ich Wasser. Da geht nichts. Ah. Ah, ich muss den in die Richtung jagen. Okay. Und der geht in das Lauf. Ja, alles klar, alles klar. Das treibt irgendeinen Mechanismus an. Der Mechanismus macht, dass da Wasser fließt. Und ich. Ding. Es passiert nichts. Okay. Rennt er etwa nicht fleißig genug? Doch. Dann muss ich doch noch was mit der Hebe machen. Okay, jetzt regnet es plötzlich, das war wohl eine Wettermaschine oder so. Das macht es jetzt nicht weniger gruselig, das Ganze. Aber mit Wasser, und Wasser braucht man für dahin, genau. Jetzt füllt sich das Wasserbecken. Oh, das fühlt sich nur, das versickert sehr schnell, denke ich. Okay, wir müssen dann rüber und dann sofort springen. Nö. Wie soll denn das Holz zu mir kommen? Ach. Ich weiß was. Ich muss das Holz erst in die Mitte schieben. Ach, jetzt ist es auf der Seite. Ich schieb's mal in die Mitte. Und ich habe nichts gesehen, dass das eine Leiter ist, aber gut. Gut zu wissen. So, und springen. Ja, gut. Okay. Weiter geht's im Text. Der Regen könnte von mir aus wieder aufhören. Das ist ein bisschen nervig. Aber er hört nicht auf. Okay. Oh, ich glaube, da hätte ich nicht reinfallen sollen. Alles klar, dann steigen wir mal Luft zu, ist höher. Zack. Ja, so viel dazu. Und dann klappt's, hoffentlich. Spring. Und hoch mit dir. Und dann rutschen wir da den Buckel runter, wahrscheinlich zwangsweise. Ja. Müssen wir springen, müssen wir springen. Ja. Wow. Und jetzt? Ich probiere mal, was passiert, wenn ich da. Ah, da kann ich laufen, okay. Och nee, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß es. Ich muss die Kiste mitnehmen. Und mit der Kiste den Abfluss verstopfen.
Nee, muss ich gar nicht. Ich muss mit dem Hebel den Abfluss zumachen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt noch dort rüber? Ich bin ein erster Fan. Die Frage ist halt wirklich, wie komme ich noch dort drüben? Ich weiß es, ich muss die Kiste da lassen. Ich hab's kapiert, ich hab's kapiert. Ich mach's richtig, pass auf. Erst zumachen. Dann schnell da nuff klettern. Ein bisschen schneller als das Wasser. Dann das Ding aufmachen. Dann da auf den Dinger. Und dann an die Leiter. Und schnell die nächste Kiste hole. Und dort drauf klettern und dann hoffentlich da oben überkommen heile. Irgendwie kreisen ziemlich viele Flieger um mich rum. Ich weiß auch nicht, was da ist. Zack, zack, zack. Kommt da auch eine Kiste? Okay, da sind wir wieder relativ sicher. Nö, sind wir nicht. Mist. Obwohl, ist das eine Kiste, die schwimmt? Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss irgendwas von unten dagegen drücken, garantiert. Ich glaube, die Kiste, auf der ich stehe, geht unter und ich auch. Blöd. Very blöd. Ja. Okay, das war's. Ich werde ersaufen. Ich bin ersoffen. Okay, auf ein neues. Ich muss also ganz nach unten. Nee, muss ich nicht. Ich muss also nach dort. Kann ich die Kiste rüberziehen? Nee, kann ich nicht. Ich kann bloß das Ding aufmachen. Ich muss es besser timen. Ich muss das Teil direkt zuschieben, wenn die Kugel rufspringt. Dann kann ich den überhodeln. So. Und jetzt selber schnell darüber rennen. Und aufklettern. Nach rechts wieder. Und jetzt müsste die Kugel die Kiste drücken. Und dann kann ich nur. Soweit die Theorie. Jo. Oh. Und schnell weiter. Ich weiß nicht, wie weit das Wasser noch ansteigt. Der untersten Hebel. Was macht der? Der fährt in der Mitte das Ding. Ach so. Aha. Okay. Ich glaube, so könnte es funktionieren. Ja.
Ah. Jetzt muss ich wieder da runter. Und den Hebel wieder andersrum betätigen. Nö. Nö, muss ich nicht. Oder muss ich? Ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es falsch rum. Zack, zack, zack. Ja, es ist. Ja, wenn ich ertrinke, ist sowieso egal. Nee, es war schon richtig rum. Ich hätte jetzt bloß Nummeln unter müssen. Alles klar, machen wir Nummel. Nummer 1. Dann Luftrenne. Nummer 2. Das runter. Dann den wieder rüber. Zack. Dann ist das Wasser gespeichert auf der Seite. Dann müssen wir wieder auf die Mitte. Sprung. Ja. Das wieder Nuff machen. Dann sinkt da der Pegel. Und was bringt mir das jetzt? Von dort komme ich nicht rüber. Definitiv nicht, nee. Ich muss probieren, nochmal zurück. Was passiert, wenn ich jetzt wieder aufmache? Dann strömt das Wasser wieder rüber, aber dann. Komme ich jetzt nur noch oder komme ich jetzt nicht mehr noch? So habe ich doch quasi den Ursprungszustand wiederhergestellt, oder? Ja, ich komme noch, okay. Nö. Ich Dummkopf. Ich hätte selbstverständlich jetzt da wieder zumachen müssen, direkt nachdem das Wasser rübergeflossen ist. Hätte ich mir den Weg auch sparen können, aber was tut man nicht alles? Zack, Hebel rüber, jetzt ist das gespeichert, dort kommen wir noch. Wenn wir nicht ins Wasser fallen. Einmal. Zweimal. Jetzt kommt der Hebel wieder rüber. Und jetzt steigt endlich der Pegel so weit, dass wir raufkommen. Ach meine Güte. Naja, viel Spaß. Gleich geht Zuschauer, sage ich gegen Null, aber egal. Okay. Schritt 1. Dann Nuff klettern. Dann rüberspringen. Den rüber. Dann den rüber. Da runterspringen. Diesen Portugiesen umlegen. Zack. Dann überspringe. Den über. Dann wieder runter. Dann den um und wieder zurück machen, sobald der Wasserpegel stimmt. Zack, Wasser rüber. Zack, Wasser. Speichern. Da einen Nuff klettern. Und springen. Springen. Hebe rüber. Zack. Genau. Danach. Na, genug bitte. Fall nicht nur runter. Okay. Das sind irgendwelche komische Würmer. Was machen die mit mir? Ne, die machen nichts. Die sind einfach nur kaputt im Kopf. Da springen wir mal. Nee. Und aus. Och Mann. Ich muss die Kiste wegziehen.
hier als Prämisse benutze. Dann gehe ich da durch. Dann laufe ich auf die Seite. Das ist völlig egal, weil ich gegen die Kiste renne. Jetzt kippt das Bild und ich fahre wieder in die andere Richtung, hoffe ich mal. Nein, 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 nein. Ich habe nicht nach oben drücken. Oh, ich Dummkopf. Ich hätte nicht nach oben drücken dürfen. Lalalala. Einmal. Hä? Ja, diesmal sterben wir sofort. Das ist okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich darf das überziehen. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Zack. Okay, dann laufen wir wieder gegen die Kiste. Irgendwann müsste es dann wieder in die andere Richtung gehen, theoretisch. Hallo? Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Ich weiß es nicht. Ah, ich könnte natürlich dann übergehen. Dann zum Licht, dann dreht es mich nämlich um. Und wenn ich dann da rüberrenne. Dann laufe ich automatisch in die Richtung. Oh. Ne, jetzt geht's wieder in die Richtung. Ich brauche meine Holzkiste, oder? Ja, ich brauche mal Holzkiste. So. Okay, jetzt geht's in die andere Richtung. Tup, 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 tup. Springen. Springen. Ich weiß nicht, kann ich auf dem Rohr fahren? Ich weiß es nicht. Ja, ich kann auch komplett sterben. Das geht natürlich auch. Das ist auch möglich. Ja. Springen. Dreh um. Jawohl. Renn weiter. Springen. 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 Klettern auf. Springen. Springen. Spring, spring, dreh dich, renn, fall, schieb. Ah, ich bin so doof. Ich hätte einfach nur da drüber müssen. Ich hätte einfach nur drüber müssen, das Rohr wäre ja nur gerutscht. Dass der Biss aber auch erst immer so blöd spät einfällt. Zack, zack, zack. Dann hoch mit uns, dann rüberspringen, wieder rüberspringen, wieder rüberspringen, wieder rüberspringen, ins Licht, umdrehen, zurückrennen, springen,
Nuff klettern. Rüberspringen, Nuff klettern. Und warte, bis das Rohr kommt. Okay. Könnte funktionieren. Wenn das Rohr irgendwann kommt. Ah, da ist Rohr. Super. Oh, bin ich blöd. Dann machen wir es halt nochmal. Okay. Wahrscheinlich hättet ihr es alle beim ersten Versuch richtig gemacht. Ich leider nicht. Es fordert mein Gehirn und meine Finger vor allem. Ich bin so bescheuert. Och Mann. Das macht alles kaputt, was ich hier. Nur wegen dem doofen Wurm, der auf meinem Kopf rumdingst. Diesmal wird's knapp, zeitlich gesehen. Spring, klettern, Nuff. Huiuiui. Wann kommt mein Rohr? Da kommt mein Rohrpost. Okay. Da drüben, ich sehe die Würmer. Endlich kommt das weiße Teil von meinem Kopf runter. Warten, warten auf den richtigen Moment. Jetzt. Ja. Na also. Yay. Oh nee, wir müssen uns ja weiter beeilen. Stimmt, da war ja was wegen Wasser und so. Was ist auf der Seite? Nix irgendwie, okay. Nix, nix, nix. Ja gut, wir probieren es mal. Es funktioniert sogar. Wow. Irgendwie durch den doofen Regen ist meine Situation jetzt nicht wirklich besser geworden. Kann ich ein Dach in den Luft klettern? Ah ja, kann ich. Schön. Zack. Aua, mein Kopf. Upsi, bupsi, schnupsi. Probieren wir nochmal. Ich kann übrigens alles lesen, was im Chat steht. Oh. Ich gehe nur nicht drauf ein, um die Stimmung nicht zu zerstören. Aua! Ach Mann! Nö, ach. Ist das komisch. Zack, zack, zack. Ich warte jetzt, bis es blitzt hat. Hat's blitzt? Jetzt blitzt's. Und. Spring. Wie soll ich denn so schnell da. Oh. Ist das unfair. Jetzt macht's das. Dann 3, 2, 1 und spring. Wie soll ich denn das schaffen? Ach man, muss ich da erstmal runter vielleicht? Das kann natürlich sein. So weit kann ich aber nicht springen. Aua, oh, geht's da weit runter.
Okay. Es explodiert. Es geht aus. 3, 2, 1, jetzt. Och Mann, wie knapp war das denn? Meine Güte. Also das O ist auf jeden Fall sicher. Dum, dum, dum. Es geht an. Und 3, 2, 1, es geht aus. Ich heb mich neu, das war zu langsam. Ja, das war zu langsam. Es geht an. Top, 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 top. Das war wieder zu spät. Och Mann. Es geht an. Es geht gleich aus. Zack. Oh, knappe Sache. Jetzt muss ich es nochmal schaffen. Es geht an. Es geht aus. Oh, meine Güte. Es geht an. Geh an. Und geh aus. Ich darf nicht in das Loch runterfallen vom Haar. Deshalb wird es nie was. Okay, es geht an. Und es geht aus. Das war zu spät. Ich kann gleich nochmal zurück. Ich muss es besser timen. Es geht an. Es geht aus. Es geht an. Und es geht aus. Oha. Oh nee, das dreht sich. Okay. Das T ist dauerhaft aus. Dann können wir dort noch dann. Ohne dass was passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es eh immer A? Oder muss ich jetzt nur an der Schnur, die da unten rumbaumelt, noch klettern? Oder kann ich das da ausschucken? Bringt mir das was ich gerade mache? Ah, danke. Okay, die Schnur. Okay. Alles klar, es geht an. Zack. Geh an. Ja. Und es geht aus. Oh, knappe Geschichte, knappe Geschichte, knappe Geschichte. Okay, dann kann ich jetzt da runter und die Schnur nehmen. Und kann der Strom abschalten. Zück. Hallo? Wie kann ich den Strom abschalten? Hallo? Ah, so kann ich den Strom abschalten. Da komme ich nicht drüber. Das heißt, ich muss nur mal über Schnürle zurück mich schwingen. Zack. Und Sprung. Tipp, 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 tipp. Dann klettern wir am Dach in den Rohrnuff. Dann können wir ohne Gefahr diesmal übers Haar laufen. Weil es keinen Strom mehr hat. Das ist ganz super. Das O dreht sich immer noch. Okay. Okay, okay. Oh oh. Ich will nicht nach unten. Auch wenn der Pfeil nach unten zeigt. Okay, danke. Wieder was geschafft. Ich weiß halt nach wie vor nicht, warum ich hier bin und was mein Ziel ist. Und ob ich dann unterhopfen kann, ohne dass ich kaputt bin. Okay, es funktioniert. Okay, okay, okay. Okay. Kann den Wagen dann überschieben. Und jetzt? Ah, ich weiß was. Ich muss durch die Scheibe springen.
Aber so bin ich viel zu weit weg. Ich muss also den da noch schieben. Oh nee, ganz knapp. Ganz knapp, ganz knapp. Na also. Halt nicht so schnell, bitte. Oh, okay. Danke, Eimer. Keine Ahnung, was ihr von mir willet. Haben wir da noch irgendwas? Nö. Okay. Ich habe auf jeden Fall einen Eimer. Der bringt mir gar nichts. Ich habe den Schlauch, da komme ich nicht mehr nah. Och nee, ich habe schon wieder so einen Wurm. Na, was soll's. Tipp, 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 tipp. Da drüben ist Licht, dann dreht es mich um, das ist gut. So, dann rennen wir wieder ganz zurück. Und dann ist die Frage, was ist dort hinten? Außer Dunkelheit und Düsternis. So, hallo? Ah, okay. Ich muss schnell weit kommen, bevor es mich umdreht. Kann ich da rüber? Ja, kann ich. Will ich dort rüber? Weiß ich nicht. Okay, da kann ich auf jeden Fall nicht mehr zurück, wo ich gerade bin. Da springe ich mal vorsichtshalber drüber. Ach nee, ich hätte... Nee, oder? Ja, okay. Ich weiß schon, dass ich hier zersägt werde. Danke. Mach mal... Ah, okay. Oh, ich habe gedacht, ich müsste wieder alles zurücklaufen. Okay, gut. Ich muss da drüber laufen, weil dann fliegt der Ding da runter. Allerdings zu langsam. Miau. Nice. Super toll, klasse. Okay, auf ein neues. Und Sprung. Doing, doing. Und sobald ich auf die Platte komme, muss ich langsam laufen. Genau. Oh. Ich muss es anders machen. Ich muss schneller springen. Yay. Oh, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ja, komm, das schaffe ich eh nicht mehr. Dann kann ich auch ein Sägen einhupfen. Super klasse. Probieren wir es nochmal. Und sofort langsam laufen. Diesmal hat es funktioniert und da wird man wieder befreit. Danke. Hä? Hä?
Ja, kann ich bis runterfallen? Ich muss jetzt nicht etwa wieder ganz zurück. Das wäre ja... wäre ja fies. Ach komm. Ach komm. Was ist da los mit mir? Okay, Kreissäge kommt. 3, 2, 1, Sprung. Oh. Nur dieses Timing, das ich nicht hab. Oh. Die Frage ist, ob ich jetzt wieder ganz zurückkomme überhaupt. Ich glaube nicht. Arschbombe. Schade. Also gut, ich muss da drauf bleiben, ganz außen. Dann noch dort drüber. Dann noch dort drüber. Dann wieder noch dort drüber. Dann wieder noch dort. Oh nö, wie knapp. Ai. So. Sprung. Gewicht verlagern. Gewicht umlagern. Gewicht umlagern. Ich glaube, ich kann auf der Seite bleiben. Nö, kann ich nicht. Jetzt aber. Oh, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das Ding nehmen. Okay, alles unter Kontrolle. Nuff mit dir. Na also. Da habe ich doch auch noch irgendwas. Bestimmt sterbe ich. Hä? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Das verstehe ich nicht. Was bist denn du für ein Ding? Ich begreife. So. Ich muss die komische Kiste da drauf schieben. So, dann muss ich wieder da drauf. Geh doch einfach runter. Du olle Kiste, du. Äh.
Und jetzt? Brauche ich jetzt das Teil? Ah. Halt, stopp. Ich begreife. So, jetzt habe ich dich beschwert. Ja, gut. Ich weiß zwar nicht, was ich mit meiner Kiste machen muss, aber irgendwas wird schon sein. Hallo, Schnur. Willkommen im Let's Play. Was machst du, Schnur? Muss ich mich dann überschwingen oder was ist hier? Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss dann runterhopfen, den Hebel umlege und dann ganz schnell darüber. Und na also. Schwingen. Zack. Zack. Und ja. Okay, wenn ich da drauf gehe, fliegen die Teile runter. Ganz vorsichtig. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ah! Nö. Für was habe ich denn zwei Kiste? Für was habe ich zwei... ich weiß es. Ich weiß es. Das wird aber sehr knapp. Nee, das reicht nicht. Ich wusste, dass es nicht reicht. Hä? Aber vom Prinzip her ist klar, ich muss die zwei Kisten aufeinander stapeln. Das wird schon wieder nichts. Komm, ich spring wieder mal Säge. Vielleicht muss ich erst die da holen. Dann kann ich zumindest über die Säge drüber springen. Allerdings weiß ich dann immer noch nicht, wie ich rüberkommen soll. Aua. So, Säge, Säge, komm. Bleibt natürlich die Frage, wie soll ich das überleben? Och Mann. Ich glaube, ich muss jetzt echt so
Aber ich bin dann zu langsam. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Zack. Schnell, 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 schnell. Nee. Komm. Ich muss doch... Moment, wir springen mal drüber. Ich muss dort oben noch. Dazu brauche ich beide Kisten aufeinander. Wenn ich erst die runterfallen lasse, dann ist mein Stapel zu weit weg. Wenn ich erst die... Dann bin ich zu lahmarschig. Ich muss es nochmal probieren. Es muss einfach schneller gehen. Aber ich weiß nicht wie. Stimmt. Oh, der Chat hat natürlich wieder die beste Idee. Danke. Also gut. Ich drück da. Dann drück ich das jetzt schon. Hol mir die Kiste. Natürlich, Chat. So gewinnt man Zeit. Also Hasenpfote hat es geschrieben. Oh, ja gut. Timing war schlecht, aber vom Prinzip her funktioniert. Jetzt drücken wir da. Nö. Das war auch nichts, das ist schade. Also zack. Dann jetzt. Ja, na, nice. Dankeschön für den kleinen Tipp. Stressig wieder hier. Das sind wieder Mucke, also Fliegen. Wunderschöne Leiter. Und was kann ich dort hinter drin machen? Okay, Sackgasse. Schön. Dann rennen wir mal wieder zurück, ohne dass wir sehen, auf was wir da drauf dabei. Huiuiui. Ist auch ein bisschen gruselig von den Geräuschen her. Ich hoffe, die hört man am Stream laut genug. Zack, zack, zack. Einmal noch dort. Da oben ist irgendwas. Da oben ist auch eine Dachrinne. Aber da kommen wir nicht nach. Hallo? Hallo? Schön. Die Frage ist, was soll das Viech da? Ah. Ich glaube, ich muss mich an dem Teil festheben, kann das sein? Aber ich bin zu langsam. Was ist, wenn ich jetzt da an der Stehe bleibe? Kommt es wieder? Oder kommt es nicht? Kommt nicht. Wann geht die? Bleib. Ah, ich muss mich anpirschen. Nee, nee, ess ruhig weiter. Ich bin's nur. Klein Limbo. Ess. Ess. Oh nee. Okay, vom Prinzip ist klar, ich muss mich dann an das Viech nachhängen und dann kann mich das nur fliegen. Gut.
Nö, da ist nichts. Keine Wand. Keine Angst, keine Panik. Oh. Hey, der zappelt noch. Kann ich den mitnehmen? Nee, schade. Okay. Der zappelt immer noch. Hui. Okay, ah, ich kann Kisten über, du. Scheint jedenfalls so. Aua, mein Kopf. Was gibt's dort oben? Da passe ich nicht durch, das ist schade. Dann ziehen wir das mal rüber, gehen dort rum und ziehen es uns wieder hinterher. Schade. Okay, besser timen, müssen wir das besser timen. Okay, noch besser timen. Erstmal das Ding dann seinen Anschlag ziehen. Dann da wieder oben drüber klettern, dann das Ding wieder mitnehmen. Zack. Dann da haben wir das aktivieren. Dieses Teil verschiebe. Und jetzt. Okay, auf ein neues. Zurück. Und vorwärts. Ah, okay. Ich weiß, wie ich es machen muss. Ich muss gleich drüber klettern, bevor das schnell kullert. Hab's kapiert. Vielleicht. Nee, so nicht. Ich darf nicht so abrupt halten. Zack, darf ich? Na also. Halt an. Zack. Und schieb. Und drüber. Und was hat das jetzt gemacht? Ich bin gespannt. Ah, da war der komische Mechanismus. Ah, okay. Alles klar.
Da war der Hebemechanismus für das Ding, für die Wand. Dies wohnen. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Mit genügend Anlauf. So oder so ähnlich. Okay, wir haben jetzt befreit, das viereckige Teil, die Kiste. Kann ich da drüber klettern? Ne, kann ich nicht. Kann ich jetzt? Ja. Und dann schieben wir durch mal schön durch die Gegend. Nächster Halt, Endstation. Zum Beispiel da. Da fahren wir auf Zug. Okay, gut. Dann die Kiste. Dann da nach unten klettern. Dann sind wir da unten. Dann habe ich keine Ahnung, was das Teil macht. Da brauchen wir irgendwas zum drauflegen. Ich weiß auch was, wir müssen die komische Kiste mitnehmen. Macht Sinn, macht Sinn. Ist nur die Frage. Ob wir das überleben. Ja, doch, können die klappen. Können die klappen. Jawohl. Und komm schnell mit, bevor du kaputt gehst. Na, egal eigentlich. Halt, stopp. Runter, runter, runter. Jawohl. Okay. Es ist eigentlich schön, wenn keine Spinne mehr einverfolge. Halt, stopp. Nimm ich mit. Alles klar. Wir brauchen zwei Kisten. Wir brauchen die Kiste vom Anfang auch noch. Das sind immer so Sachen, die weiß man am Anfang noch nicht. Das sieht man erst, wenn man... Halt, stopp. Oh, ich will nach unten. Danke. Das sieht man erst, wenn man weiter ist. Zack. Aua, mein Kopf. So, meine Kiste. Komm mit mir. Du gehst nach dort. Du gehst nach... Das erinnert mich voll an Portal. Du kommst mit. So. Was haben wir da für ein Automat? Ah. Oh. Ich glaube, ich hätte da nicht drauf sollen.
Ich muss es im richtigen Moment machen. Oh ne, das war zu langsam. Die müssen wir ja schwingen, die doofe Schwinge. Ah, ich kann die ja auch schwingen, bevor ich was mache. Stimmt. Genau so. Und springen. Und jetzt können wir dann runter. Jo. Was passiert jetzt? Irgendwie dreht sich alles. Ich glaube, das kippt gleich da runter. Ja. Dann können wir da mit Aufzug fahren. Töp, 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 töp. Soll ich aussteigen oder soll ich nicht aussteigen? Doch, ich steig mal aus. Was macht das Dings da unten? Ah. So. Das lang doch niemals zeitlich. Was ist, wenn ich jetzt den Magnet wieder einschalte? Und den in etwa da stehen lasse? Ah. Können wir gleich mal ausprobieren, ob der Sprung von da an die Leiter geht? Ja, geht. So. Dann machen wir da einmal das Tor auf. Dann machen wir es nochmal auf. Nö. Blöd von mir. Einmal zack und sprinte. Oh, knappe Sache. Knappe Sache. Okay, da haben wir wieder irgendeinen Hebel. Ne, den machen wir wahrscheinlich die. Moment mal. So war das jetzt aber nicht geplant. Was ist das für Schnur? Gehen wir erstmal dann nur von gucken, was dort los ist. Tim, 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 Tim. Ah, ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Über die Schnur überlebe ich. So. Ja, okay, ich hab's durchschaut. Das Ding muss drehen, das rutscht. Die Holzkiste muss unten entlang rutschen, weil sonst sterb ich. So easy.
Okay. Ein neues. Will ich da nach unten oder will ich da nicht nach unten? Da bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Ah ja. Sprung. Zack. Hey, da fliegt was. Hey. Hey ho. Oh nee. Ah, ich überlebe das. Okay. Hey, da fliegt wieder was. Was ist los? Aber was bist du denn? Nee, nee, nee. Ach nö, immer die blöde Würmer. Ja, komm, wir müssen eh bis zum nächsten Licht, also egal. Okay, das war dumm. Das war nicht so schlau. Schade. Zack. Da müssen wir jetzt quasi warten, bis der nächste Zahn von dem Zahnrad hochkommt. Genau. Und dann springen. Jawohl. Da haben wir Licht. Bei Licht dreht es uns um. Wir können dann wieder in die Richtung rennen. Stellt euch mal vor, ein echt irgendwie so ein komischer Wurm im Hirn, der einen beeinflusst, wie man sich bewegt im Leben. Oh nö, oh nö. Ich will nicht. So, wenn es jetzt in die Luft geht. Jetzt. Oh Mann. Wie soll ich denn das machen? Muss ich auf die Leiter? So muss ich das machen. Muss ich genau unter dem Ding auf die Kiste klettern. Hallo? Komm, ich kletter jetzt schon mal drauf. Oh ne. In etwa hier muss ich drauf klettern, dann bin ich noch drauf. Ne, bisschen weiter hier. Ich krieg's nur nah, keine Panik. Na also. So eine Laufbahn kommt dann alles gleich fünfmal so lang vor irgendwie. So. Was macht das? Es stoppt. Ne, es dreht um.
Was kann ich da machen? Nix. Ich kann irgendwie da oben das Secret holen, aber ich weiß nicht wie. Habe ich keine Ahnung. Jetzt müsste es eigentlich wieder in die andere Richtung gehen. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie ich an das Secret kommen wäre, aber es ist mir jetzt auch nicht ganz so wichtig, das Secret zu kriegen. Wichtiger ist mir, den Hebel umzulegen und irgendwas hier zu aktivieren. Okay. Was ist da drüben? Ein fetter Waage. Dann stelle ich mir mal da noch. So. Dann gehen wir noch dort. Schiebe das Teil noch da. Nö. Ey, du dickes Teil, komm wieder her. Blöd jetzt. Ich glaube, ich muss jetzt eher auf die andere Seite schieben. Nämlich so. Und jetzt schnell genug klettern. Dann rüberspringen. Und es jetzt aktivieren. An das Ding springen, ganz nach oben klettern. Und es hat nicht funktioniert. Mist. Aua. Ja gut, dann sind wir noch gestorben. Würde ich den Wagen wieder in die Position schiebe. Ich glaube nämlich, dass man über den Hebel da oben noch herunterfalle. Und dann nicht auf dem Strom landen solle, sondern eher im Wagen. Deshalb hängen wir jetzt den Wagen dort noch. So. Dann probieren wir es wieder. Gehen da nach, schiebe den über. Klettern ganz schnell Luft. Springe darüber. Und warte, bis wir fast hier am Anschlag sind. Jetzt. Ja, schön. Und dann an den Hebel. Zack. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Gut. Und was passiert jetzt? Da haben wir eine Leiter. Nein! Oh. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal alles machen. Ah, okay. Ich hab schon gedacht. Ja. Das ist echt erstaunlich, wie vielseitig das Spiel ist. Also das sind ja so komplett unterschiedliche Spielchen. Och nö. Was? Hä? Wie soll ich denn das verhindern?
Schnell, 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 schnell. Oh, war das knapp. Oh. Hi. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Oh. Der darf ich wieder nicht. Ich sehe doch gar nichts. Oh, da ist wieder so ein komisches Teil. Ich sehe gar nichts. Hallo? Muss ich etwa da unten weiter? Hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wo geht's weiter? Oh. Muss dort mal springen, dann nuff. Dann. Ah, ich weiß es. Das komische Teil dort oben habe ich. Dann muss jetzt die Kiste hinunter. Komm, runter mit dir. Runter mit dir. Danke. Nein! Oh. Ich hab die Kiste nicht drauf. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Also gut, auf ein neues. Springen. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Leider. Stehe bleibe. Und Sprung. Kiste. Kiste, Kiste. Diesmal warte ich, wo sie landet. Okay, die landet dort. Da muss ich ganz vorsichtig. Genau, okay. Uiuiui, also ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Wir sind jetzt bei 2 Stunden. Bin mal gespannt. Ich glaube, ich sollte nicht in die Laser reinkommen, zumindest nicht so lang. Ich glaube, ich habe recht, Kit. Aber wie geht es dann? Kann ich den Laser kaputt machen? Oh. Thank you.
Ich verstehe. Das eine Maschine kann das andere kaputt machen. Ja, nice. Okay, ich hab's kapiert. Okay, ich glaube, eins muss da drauf. Halt, stopp. Aua. Ich habe keine Idee. Doch, ich habe Idee. Antigravitation. Ich habe keine Idee. Ich muss beide danach schieben. Nee, muss ich nicht. Sag, was ist eigentlich dort hinten? Nix, okay. Ach je. Der Abstand muss größer. Ah, ich hab's. Moment, das erste muss ganz nach hinten. Das zweite muss hier drunter, wo die Kante aber schon ist. Also wo es schon schräg wird. Ah, hat nicht geklappt. Dies ist schade. Das muss ein bisschen weiter rüber und das muss ganz rüber. Zack. Und so. Wow. Das hat es jetzt gebracht. Ich muss die Kiste dann aufkriegen, aber wie? Vielleicht muss es auch so. Und jetzt. Zack. Wow, jetzt habe ich beide vertauscht. Das hat mich jetzt aber nicht viel weitergebracht. So. Wenn das runterfliegt. 3, 2, 1, jetzt. Aua. Das war doof. Die nehme ich mit bis hier. Die nehme ich mit bis hier. Dann da mal einmal drauf. Und dann, wenn das runterfliegt, müssen wir ganz schnell jetzt dann überschieben. Oh Mann, ey. Ach nee. Ach komm, ey.
bitter. Ich glaube, ich muss die Kiste hochstapeln, dann klappt's. Aber ich krieg's ja nicht hochgestapelt. Das ist schade. Wieder nicht klappt. Moment. Wenn ich die so mache, also jetzt load Chat. Aber wenn ich dann nein lauf. Oh. Bei halben Countdown, bei Viertel Countdown. Nee, das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Mensch. Das gibt's aber auch nicht. Ich schaff's nie genau, das da drunter zu kriegen. Oh, wie knapp. Was ist eigentlich, wenn ich das neue Schieber nur hopfen? Nee, geht nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Mensch. Und wenn ich es doch so mache. Aber das bringt mich auch nicht weiter. Ist das nervig. Das rutscht aber einfach viel zu schnell runter. Und von da unten komme ich nicht direkt ruf, oder? Also das wäre... Nee, da komme ich nicht ruf. Ey, das gibt's nicht. Ich bin gerade bisschen ratlos. Ach komm. Wieso klettert denn der da nuff, der Doofkopf? Ich habe eine Idee. Ich Dummkopf. Ich Dummkopf. Ich kann mir doch hier einen Zeitzünder bauen. Das ist doch super. So. Aber ich darf da nicht drüber laufen. Ah, okay. Also ich muss runterrennen, muss auf die Kiste draufsteigen, dass die... Ja. Wenn ich gehört habe, dass es runtergefallen ist, jetzt, dann jumpe ich hier drüber, schieb die bis Donner, spring dann auf und jetzt warte ich einfach mal ab, was passiert. Genau. Ja, endlich. Ja gut,
Das ist ein Knobelspielchen auch mit dabei. Bisschen gruselig, bisschen knoblich. Knoblauch. Knobelei. Pipapo. Und jetzt kann ich da wieder runtergehen. Und dann habe ich eine Kiste oben. Oh, hi. Komme ich da von unten noch? Ja, komme ich. Perfekt. Dann kommt jetzt die Kiste auch noch oben. Hallo? Nee. Och Mann. Ich sage mal. Einmal aktivieren und hochklettern. Ich müsste also quasi jetzt die Kiste. Ich muss wieder meinen Zeitzünder machen, ich merk's. Ich brauch den nur dreimal wahrscheinlich, oder noch zweimal auf jeden Fall. Mein komischer Zeitzünder. Zack. So, und jetzt ganz schnell. Und dann kann ich nämlich die rüberziehen, die zweite Kiste. Wenn ich schnell genug bin. Ja. Und da kann ich jetzt oben drauf stehen. So, Zeitzünder Nummer 3. Na also, super. Hätten wir das auch geschafft. Da haben wir wieder irgendeinen Aufzug. Wieso schaffe ich das nicht? Ah, weil ich nicht hopfen muss. Das raubt mir Zeit. Okay, ich muss nur STRG drücken. Oh ne. Ich brauche die Schnur. Das bringt nichts. Oh ne. Ah! Das schießt die Schnur durch. Ah. Schieß doch. Ach, das schießt du das gar nicht. Okay. Noch praktischer. Und jetzt da oben kommt nur irgendwo der Schuss, oder nicht? Doch. Aber das ist egal. Deshalb ist das so mulde. Ja, nice. Jetzt muss man voll umdenken. Das sieht voll falsch aus.
Da muss ich jetzt dann Gravitation wieder umdrehen, okay. Hey, aber es ist schon cool gemacht, das Spiel. Ich weiß, es ist schon alt und alles, pipapo. Aber mir gefällt's. Ich dachte. Habe ich immer nur eine Kiste? Oder muss ich jetzt etwa unten nur eine Kiste holen? Das wäre ja mehr als nervig. Die Kiste da. Ach, das ist die, wo raufgeflogen ist. Wenn ich da jetzt runtergehe und es keine Kiste mehr gibt. Dann ist aus. Ne, hä? Das ist ja kompliziert. Wenn ich dort nicht nuff komme. Und aufs nächste komme ich ja auch nicht nuff. Das bedeutet. Ich brauche die Kiste, aber. Hä? Dann laufen wir einfach mal da oben wieder. Kann ich da. Oh, Für was brauche ich denn jetzt alles die Kiste? Es müsste jetzt jemand die Gravitation umdrehen, während ich da oben bin, aber das geht nicht. Und da drüben haben wir gerade geguckt, da war nichts. Oder haben wir da geguckt? Ne, da haben wir nicht geguckt. Oh. Oh, da ist irgendein Vögele. Aber sonst nichts. Sehr schade. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich springe jetzt dann runter. Danke. Ach nö. Jetzt sind wir wieder da. Habe ich da noch Kiste, die ich mitnehmen kann? Nö. Doch. Aber die komme ich nicht mehr nach. Aber das wäre ja auch komisch. Aber es wäre möglich. Habe ich mich jetzt hier festgespielt? Kann das sein? Wenn ich nämlich die Kiste vorhin an der Decke. Ich habe gerade mit dem Finger auf den Bildschirm gezeigt. Ich hält. Wo es die Kiste nach oben gezogen hat. Da hat es mich aber nicht nach oben gezogen. Stimmt. Also probieren wir nochmal. Durch die Kiste befreie. Zack. Achso, halt falsch. Und tschüss. Moment, ich lese im Chat. Nee, beherrschend. Muss mal Kiste holen. Dann Kiste darüber ziehen. Zum Beispiel nach da. Dann Gravitation umdrehen. Dann komme ich mit der Kiste da oben drauf. Aber das bringt mich ja jetzt auch nicht irgendwie weiter. Nö.
Puh, ist das alles komisch. Ich weiß nicht, wo ich noch Kiste herkriegen soll. Da ist ja eigentlich keine mehr. Oder ist dort drüben noch eine? Eher nicht so, hm? Nein, die dort hinter komme ich nicht mehr, definitiv nicht. Aufzug. Langsam bin ich sogar froh, dass ich im Chat mal ein bisschen Mitdenker finde. Zack, einmal runterfliege. Oh. So, eine zweite Kiste holen, die ist hinten. Was ist hinten? Ist hinten links oder rechts? Mit der Kopfüberkiste nach links laufe. Dein links oder mein links? Mit. Oh, upsi. Ups, ach man, ich drücke immer zu schnell STG. Okay, jetzt durch STG. Mit der Kiste in die Richtung mal spazieren gehe. Können wir probieren, was kommt da? Da war doch der Hubel. Komme ich da nur mit der? Wirklich. Muss ich die Kiste auf der Aufzug fallen lassen? Kann das sein? Dass ich quasi hier, zack, jetzt Gravitation umdreht, dann fliegt die auf den Aufzug drauf. Und wenn sie auf dem Aufzug ist, dann komme ich weiter vor. Okay. So. Ach ne, die ist nicht auf dem Aufzug. Mist. Wo ist die dann auch geflogen? Ah, da ist sie. Okay, ich hab's kapiert, aber das ist ja mal voll umständlich. Zack. Dann die raus. Dann. Zack. Dann die da drauf. Dann. Zack. Ich selber da drauf. Halt! Ach nee. Oh. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Wenn ich was finde. Bin ich doof? Ah, nee, da hinten. Also, ich muss jetzt Nuff gehen. Dann die Kiste ganz nach vorne auf den Aufzug fallen lassen. Vom Aufzug aus dann über die Maschine quer rüber und dort vorne muss irgendwo Kiste sein. Okay. Soweit die Theorie. Auf geht's zur Praxis. STG. STG. Nuftgehe. Nunterlasse. Umdrehe. Nuftgehe. Unterhüpfe. Rüberschiebe. Dann schießt das komische Teil wieder auf mich, dann drehen wir Gravitation um. Dann nehmen wir die Kiste, schiebe die Kiste nach dort. Am besten lassen wir sie vor dem Aufzug runterfallen, dann sparen wir uns die Fahrerei. Wenn wir sie da fallen lassen, ist das schon reich.
Dann frage ich mich aber gerade, warum ich überhaupt so weit rumgegangen bin. Da hätte ich mir das Gravitationsgedöns ja sparen können. Theoretisch. Hm, ja. Jetzt ist schon so. Das schießt. Da springen wir runter. So, jetzt holen wir das Teil. Zack. Und das schmeißen wir diesmal nicht runter, sondern lassen das stehen. Nehmen wir das, hängen wir uns danach. Oh, na endlich. Unsere Kiste. Okay. Okay, das ist jetzt wie Flappy Bird. Na also. Doofe Kiste. Und theoretisch haben wir jetzt beide oben, wenn wir... Die da müssen wir wieder mitnehmen. Die brauchen wir nochmal. Das kann nicht! Tut das weh. Och Mann, ist das dumm. Jetzt krieg ich die... okay. Ich wollte gerade sagen, ich krieg die Kiste auf den Kopf und sterbe. Und jetzt ist alles kaputt. Boah, wenn man bei dem Spiel jedes Mal neu anfangen müsste, das wäre so bitter. Das wäre bitter. Zum Glück müssen wir das nicht. Okay. Kiste. Und rennen. Und Kiste. Und... Halt. Kiste, komm mit. Ich habe gerade Angst gekriegt, dass ich sie nur auf den Kopf krieg. Dann haben wir Kiste Nummer 1. Interessant wird es jetzt sowieso wegen dem komischen Rose-Knife-Fahrteil. Das müssen wir ja voll timen. Oh weia, das wird auch nochmal was. Zum Glück hinter die Kiste nämlich ganz runterfallen. Die eine brauchen wir hier. In etwa. Sicher ist sicher, ein bisschen rüber. So. Und die zweite brauchen wir daneben. Okay. Und die packen wir jetzt da noch. Steige drüber. Und müssen jetzt ein bisschen abwarten, wenn das Ding gerade auf dem Vorweg ist. Quasi jetzt. Ja, endlich. Meine Güte, das war jetzt... Das war jetzt... Anstrengend war das jetzt. Was sind wir da? Oh! Dann machen wir mal den Magnet an. Thank you.
Ah, okay. Also wir lassen das Ding nuff. Mal der Magnet auch, dass es alles oben bleibt. Mal das Ding wieder aus. Und renne nach rechts. Dann brauchen wir bestimmt irgendeine doofe Kiste. Nö. Komm ich da nuff? Ah. Oh. Wenn ich jetzt den Magnet ausmache, fällt alles runter. Das muss aus. Habe ich da drüben noch mal Kiste? Ne, die sind ja auf der anderen Seite. Brauchen wir etwa nur eine dritte Kiste? Oder. Wie oder was? Komme ich an die Leiter überhaupt wieder nah? Nö, also kann ich auch keine dritte Kiste brauchen. Passt, okay. Ich muss irgendwie dann nuff kommen. Ist nur die Frage, wie. Ich komme ohne Probleme nach hier. Und ich komme auch von da nach dort und kriege jetzt aber den Magnet nicht aus. Außer ich kann da nuff klettern, kann ich aber nicht. Wie kriege ich jetzt den Magnet aus und komme da wieder ruf? Ich muss ja quasi die Kiste wegschieben. Die muss weiter nach links, weil dort hat es Platz. Wie machen wir das? Ich glaube, die großen Dinger kann ich eher nicht schieben oder doch minimal. Ich müsste das Ding rüber schieben, zoge. Was weiß ich was. Das muss halt nur nach links. Nur wie? Kann ja eigentlich nur so gehen, wenn ich das jetzt nicht ganz nuff mache. Das war zu weit. Das war zu weit. Aber das dauert doch alles lang. Ah, ich muss ihn wieder einschalten. Ah, kann ich den Schweben noch kriegen? Dass quasi das Magnet-Gravitationsfeld und der Magnet gleich schwer ist. Boah, aber wie soll denn das gehen? Nee, das war zu viel. Die Frage ist, ob der. Theoretisch müsste es, aber das kann, das ist praktisch unmöglich. Aber versteht ihr, was ich meine? Wenn ich das auf die Höhe genau kriegen würde, wo der Magnet gleich stark wirkt, wie die Anziehungskraft nach unten, dann müsste das. Nee. Dann müsste das Ding doch schweben. Oh, ich bin wieder ratlos, ich habe keine Ahnung. Das da oben hat Rollen. Kann ich ab. Ich kann einfach so nuff. Ich Dummkopf. Ich Dummkopf. Okay, alles klar. Halt, stopp.
Ah, okay. Der darf mal also nicht befliegen. Okay, ich muss es hier rechtzeitig loslassen. Und zwar jetzt. Ich sagte loslassen, es hat nicht losgelassen. Ach Mann. Oh, das war aber auch knapp. Alles klar. Hä? Wie soll denn das gehen? Verstehe ich nicht. Wo soll ich denn da nachspringen? Da ist doch nix. Doch, da ist was. Nee, da ist nix. Oder ist das das Seil? Dann muss ich aber... Das war auch knapp. Also wenn da das Seil ist... Hey, Sprung! Nee. Wie soll denn das gehen? Mit mehr Anlauf? Renn! Springen! Nö. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Planung. Ich sehe, dass da drüber Schnürle hängt irgendwie, aber ob ich da noch komme? Ah! Warum auch immer ich jetzt plötzlich so weit gesprungen bin? Oh, knapp. Oh, das war... Ich wäre voll wieder in Dreisäge reingekauft. Okay, wenn ich so mache, dann habe ich mehr Schwung, habe ich schon festgestellt. Oh! Das war nix. Muss ich? Kann es sein, dass ich oberhalb von der Kreissäge dann überkommen muss? Kann das sein? Okay, das war schlecht. Okay, das war auch nicht besser. Oh, das war ziemlich weit, aber... Ach, die doofe Kreissäge, die fahrt rauf und runter. Das muss man aber auch wissen. Dann probier ich's mal jetzt. Die kommt immer rauf. Wieso kommt die immer rauf? Schon wieder kommt sie rauf. Okay, ich warte mal. Vielleicht jetzt. Die kommt jedes Mal an der gleichen Stelle ruf. Was ist los mit der? 1, 2, 3, jetzt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, jetzt geht's auch. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8. Die kommt schon wieder genau an die gleiche Stelle. Die, hä? Da kann ich warten, wie lange ich will. Die kommt erst
Die geht erst los, wenn ich schon da am Rutsche bin. Das geht doch gar nicht. Weil jetzt bewegt die sich noch nicht. Die kommt erst, sobald sie bei mir im Bild ist, habe ich das Gefühl. Spring. Oh. Jetzt ist sie nämlich wieder so tief gewesen. Da ist ein Knopf an der Schräge. Ein Knopf an der Schrägen. Ich sehe keinen Knopf. Ach so. Aber wo ist dein Knopf? Jetzt ist mal Ziegel untergefallen. Oh, jedes Mal. Ach Mann, ey. Nö. Ich mach jetzt mal so und... Warte doch. Oh. Ich verstehe es nicht, wie ich weiterkommen soll. Ich habe keine Ahnung. Bin es denn 30 Mal danunter gefallen oder 40 oder 70? Okay, wenn ich so mache, dann dauert es ein bisschen. Aber so zu. Halt, spring und jetzt. Nö. Ich muss weiter oben an der Schräge springen, aber dann weiß ich noch nicht, ob die Säge schon losgeht. Halt, spring und. Nö. Es gibt auch keine Hilfsmittel. Ich weiß nicht, was die Lösung sein könnte. Ich, da Hanna oben ist ja auch nichts, wo ich mich festheben kann. Und wenn ich mal in einer Schräge bin, kann ich nichts anderes mehr machen. Muss ich vielleicht auf die Seite runterspringen? Nö. Also wenn es bessere Möglichkeiten gibt als runter zum Springen. Ich bin für Tipps offen. Jetzt habe ich mal den Ziegel runterrutschen lassen. Vielleicht hat der das Ganze ausgelöst. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt springe, ist die Säge doch wieder genau an der Stelle. Och Mann. Muss ich einfach doch noch weiter springen? Keine Ahnung. Und wieder genau ins Sägeblatt. Nein. Ach Mann. Nö. Spring. Oh, der war sogar fast zu weiter, aber. Ich könnte es fast schaffen, das doofe Seil zu erreichen, aber ich schaff's halt nicht ganz. Nee, das war viel zu kurz. Spring! Oh, fast! Also, wenn man das schaffen soll, das ist ja, da muss es ja einen Trick geben. Der war's nicht. Nö, einfach runtergefallen. Sprung und. Nein. Kann ich irgendwie einen Bonussprung, was weiß ich mal, in. Nee. Also Tipps gerne schreibe. Ich gucke ja die ganze Zeit im Chat. Ich antworte nur nicht. Oh Mann. Das war schon fast über die Mittelachse von der Säge draußen. Sprung und.
Nummelsprung. Oh. Ich kann das Geräusch gleich nicht mehr hören. Mensch. Wer baut noch so doofe Säge denn noch? Sprung. Oh, das war mein Kopf. Oh, das war mein Kopf. Oh, das war gar nichts. Ja, gut. Spring. Ach komm. Ja, mal kurz warten. Ich kann, warte. Klar. Aber die Säge läuft halt erst los, weil auch wenn ich jetzt 10 Sekunden warte, ist die trotzdem erst bei dem Querbalken. Sobald ich da unten bin, glaube ich. Bin ich jetzt noch da rein? Kommt die trotzdem genau an der Stelle? Das ist so bitter. Früher abspringen, also hier. Und dann da früher. Ich krieg halt auch die Schnur unterhalb von der Säge nicht. Spring und... Nö. Wieder hochspringen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich kann nicht mal springen, wenn ich nach links drücke. Ich kann nur... ist das nervig. Full Speed. Renn, 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 renn. Da wird er auch nicht schneller. Nee. Ich schaff's ganz genau bis Säge. Man kann an der Schräge nichts machen. Ich kann nicht nach links drücken, ich kann nur springen. Also ich kann nur quasi ein bisschen auszögern, dass ich auch komme. Ich probier's jetzt mal. Sobald ich hier bin, die ganze Zeit zum Springen, dass ich langsam bin. Und jetzt los und. Ah, dann habe ich nicht genug Schwung. Wenn ich es nur dreimal probiere zum Springen. Moment. Eins, zwei, drei. Und jetzt Vollgas. Nö. Jetzt abspringen. Oh. Einfach aufgeben, das wäre ja aufgegeben, komm. Mann, der Gronkh hat es sogar geschafft, also ich weiß nicht, ich habe nicht das Let's Play geguckt, ich weiß nur, dass er am Ende irgendwie was anderes war als hier, so eine komische Kreissäge. Habe ich vielleicht einen Fallschirm? Ach ne, wir sind ja nicht in GTA, stimmt. Oh, der war nahe. Ich dachte, der war weiter als die andere. Wenn ich jetzt erst springe. Oh ne, das war nix. Nö. Jetzt mal die Flash-Skills und jetzt springen. Und jetzt springen. Und wieder voll in drei Säge. Oh Mann, ey. Halt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Nö. Ich habe keinen Plan. Es gibt ja hier auch keine andere Möglichkeit, wo ich noch laufen könnte. Das ist ja das Bittere. Okay, gehen mal kurz die Lösung suchen. Ist vielleicht echt besser. Weil sonst hängen wir da nur mit 3 Stunden. Spring. Und voll in Kreissäge. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß echt nicht. Renn, 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 renn und spring. Nö. Ob man irgendwas auf der Kettensäge machen kann. Wie auf der Kettensäge.
Das ist nervig. Ich weiß auch gar nicht, von wo ich dann wieder. Also, selbst wenn ich die Schnur erreiche, Dad, ich weiß nicht mal, ob es eine Schnur ist. Gibt es irgendwo Dachrinne vielleicht? Nö. Ich kann auf der Kreissäge gar nichts machen. Die ist einfach, die macht mich einfach kaputt. Okay, ich probiere jetzt. Nur mal dort. Aber da ist doch auch weit und breit nichts. Nö. Okay, ich habe kein blassen Dunst mehr, wo es irgendwie noch weitergehen könnte. Keine Ahnung. Der Pfeil ist ein Knopf. Als ob. Ja gut, vielen Dank. Als ob. Wie soll man auf die Idee kommen? Wie soll man denn auf die Idee kommen? Das war das nächste Chaos auch. Wo muss ich noch? Ich wollte gerade springen, Mann. Jetzt losrenne. Okay. Jetzt springe. Also ich muss eins sagen, so langsam vergeht mir echt die Lust und ich werde müde und ich muss morgen schaffen. Ich weiß ja nicht. Das ist eigentlich gerade alles nur noch Timing-Sache und ich habe kein Timing. 3, 2, 1, los. 3, 2, 1. 3, 2, 1, los. Soll ich da runter oder soll ich da nicht? Doch, ich gehe da runter. Mir gerade egal. So, jetzt könnt langsam mal hier Ende sein. Da müssen wir wieder irgendwie in der Luft des Ortrige. Ah, hallo Kiste. Das ist ja auch lustig. Da muss ich ja dann
Hier und jetzt genau in dem Moment wieder drücke. Genau. Das war so klar, dass es genau... Also... Ist das... Also am Anfang hat es Spaß gemacht, da war es auch schön gruselig und alles. Also so halb gruselig zumindest. Aber das, was jetzt gerade hier abgeht, das ist mir zu viel Timing. Also für meinen Geschmack. Und wieder. Und wenn wir einmal das Ding nicht treffen, Dave, dann. Huiuiui, dann müssen wir wieder alles. Oh ne, ich schaff's leider nicht. Ich schaff's nicht. Ach komm! Oh. Ist das alles arm? Okay. Lieber arm dran als arm ab. So, einmal diesen hier. Dann kletter ich das mal gleich drüber. Sicher, sicher. Dann bleibe ich da stehen. Dann mach das ganz sachte eins nach dem anderen. Einmal stopp. Dann die komische Kiste weiterschiebe. Halbzeithämmer. Einmal drücke. Und gleich wieder rüberrennen. Uah. Na also. Oh meine Güte. Und jetzt? Was macht der Magnet? Das ist doch eine lustige Stoff ist. Geh doch nur! Oh. Meine Güte! So, so, so. Komm, nuff mit dir. Na also. Okay. Oh, damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. 3, 2, 1, jetzt. Na, das war zu schnell. Drecks-Timing-Spiel. Also, hey. Ich habe es noch nie so weit gespielt, deshalb. Und wieder die Säge. Ja, die Sägen sind mein Freund, ich merke schon. 3, 2, 1, Sprung. Na also. Ich bleibe mal noch schon da. Einfach nur. Ich bin mir sicher, da oben kommt. Doch, da ist was. Okay, ich merk's. Ich bleib da stehen. Als ob. Lass mal sterben. Weil wir das noch nicht so oft hin. Okay, dann. Oh, nochmal sterben. Jawollo. Ich weiß nicht, wie ich. Wenn der oben Strom ist, habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Da komme ich nur bis zur Reissäge. Da oben ist Strom.
das Naul oder Kreissäge? Ich muss quasi, wenn ich jetzt springe. Nö. Ich weiß, wie ich es machen muss. Ich muss jetzt springen. Dann. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Oh. Irgendwas passiert auf jeden Fall, was anders ist, als es davor war. Hui. Irgendwas ist anders. Das ist doch schön. Jetzt wäre es natürlich lustig, wenn wir wieder am Anfang vom Spiel sind. Sind wir? Hallo? Ja. Hallo. Ich bin's, ein Limbo. So. Herzlich willkommen zu Let's Play Limbo. Wir sind hier allein im Wald, es ist düster. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, was ich hier mache. Aber hier ist eins Frau. Was macht eins Frau hier? Die ist Erde wahrscheinlich. Ah. Oh. Schwarz. Schwarz ist cool. Oh, ich hab's geschafft. Yes! 3 Stunden haben wir gebraucht für das Spielchen. Ein bisschen Nerven hat's gekostet. Einmal haben wir cheaten müssen, indem wir, also nicht cheaten, sondern halt einen Lösungsweg finden, weil ich den Schalter nicht erkannt habe. Er war vor Augen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das war schade. Aber trotzdem. Was sage ich zu dem Spiel? Ich find's technisch richtig cool gemacht, weil es sehr abwechslungsreich ist, also die Aufgabe, die man machen muss und so. Auch von der Optik, von der Stimmung und allem ist klasse. Mir kommt es gegen Ende, ist ein bisschen zu viel Timing für meinen Geschmack. Also das ist mehr so 20, 30 Mal probiere, bis man es endlich mal geschafft hat. Und ich mag eigentlich eher Spiele, wo man ja vielleicht beim ersten Mal scheitert, aber es dann beim zweiten Mal einfach besser machen kann. Aber da geht es einfach über Ausprobieren. Gut, ist halt so. Wäre es jetzt nur länger gegangen, hätte ich es wahrscheinlich abbrochen, muss ich sagen. Also wäre es noch mehr so Timing-Zeugs gewesen. Die letzte Aufgabe war dann doch schon, habe ich, oder die letzten 3 Dinger da. Dings da, bums das. Ja? So, wir haben es geschafft, müssen einmal durch. Ehre, wem Ehre gebührt, die Errungenschaft. Ja, lustig war's. Ich habe nur ein paar Sätze gerade gesagt zum Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Weil das Video war zwar ein Livestream, aber es wird trotzdem das als Video auch geben. Ich habe mein Soll erfüllt. 2016 habe ich versprochen, dass ich nächstes Jahr, also 2017, dieses Spiel komplett streame am Stück. Und jetzt ist der 29. Nee, es ist schon über 0 Uhr. Es ist der 30.12. Am zweiten Tag des Jahres 2017 habe ich es geschafft. Ich bin nur so halb stolz. Aber egal. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ein paar Zuschauer waren auf jeden Fall die ganze Zeit da. Ich kann jetzt auch mal im Nachhinein ein paar Grüße. Hallo John Voltboy, hallo Fischer Fangirl, hallo Blubsart, hallo Gary, hallo Kampfklicks HD. Und zwischendrin war auch der Blautee und noch mehrere. Die haben immer fleißig geschrieben. Ich wollte es bloß nicht alles immer vorlesen bzw. auch beantworten. Eben. Weil ich aufs Spiel konzentriert war. So. Dann war es das jetzt von mir. Ich
bedanke mich nochmal fürs Zugucken. Egal, ob jetzt im Stream oder später in der Folge. In der 3-Stunden-Folge, ja. Macht's gut. Man sieht sich hoffentlich im nächsten Stream-Video. Wie auch immer. Und ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ciao.